Kennt ihr das, wenn ihr irgendein Teil schon lange habt, aber ihr auf einmal wieder eure riesengroße Liebe dafür entdeckt? Mir geht's gerade so mit dieser Tasche. Ich weiß nicht, aber seit ich da dieses Klimbim-Dingsbums da, was ich euch mal gezeigt habe, weggemacht habe und den anderen Tragegurt dran gemacht habe, bin ich so krass verliebt. Ich finde die so schön. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass sie jetzt da liegt. Ich wollte sie euch einfach nur noch mal zeigen, weil ich euch da irgendwie dran teilhaben lassen wollte. Aber heute, und schaut mal, wie cool, der passt da so gut rein. Ich meine, der ist ja auch klein, der Lockwood, ne? Aber trotzdem, dass der da reinpasst in so eine Mini-Tasche, das finde ich auch mal nicht schlecht. Heute machen wir unser nächstes Weekly Check-In. Tada! Ich habe mir ein neues... oh nein. Das sind Tabs. Das sind die Divider. Und das ist... Oh, das kriege ich wieder Schimpfe in den Kommentaren. Startsheet? Nein. Ja, auf jeden Fall habe ich ein neues. Und freue mich darüber. So eine Karte, die ich hatte mit Washi am Rand und diesen Buchstaben noch mit dran. Das ist so ein bisschen Motto, ne? Es gibt immer einen Grund, glücklich zu sein. Ich weiß, es ist auch oft einfach nur alles schrecklich. Ich habe selber meine Erfahrungen damit, wenn ein nur zum Heulen ist. Aber irgendwie wollte ich das jetzt so sehen und freue mich gerade sehr darüber. So, aber jetzt geht's los mit unserem Weekly Check-In. Ich stehe auf dieses Geräusch. Und wir fangen mal an mit der Spannungskategorie. Und das ist bei uns natürlich das Essen. In der ersten Woche habe ich ja echt gut gestartet mit den 113 Euro und einem Cent. Wie ihr wisst, möchte ich ja die 4 Monats- bzw. Budget-Monatswochen mit 400 Euro klarkommen. Das sind mal locker, oder das sagen wir mal so, es ist die Hälfte von dem, was wir normalerweise ausgeben, was natürlich schon krass ist. Es ist eine krasse Challenge, aber es muss diesen Monat einfach so sein, weil der Patrick in Segelurlaub fährt, den wir überhaupt nicht mehr eingeplant hatten ins Budget, dank der ganzen Corona-Krise und der jetzt doch stattfindet, was natürlich eine tolle Nachricht ist. Aber 800 Euro mussten eben nochmal nebenher aufgetrieben werden und das ging sehr zu Lasten vom Essensbudget unter anderem. Die zweite Woche ging nicht ganz so gut, muss ich dazu gleich mal sagen. Ich drehe mal um. Also es ist jetzt nicht mega dramatisch, aber ihr seht, wir haben hier einmal einen Aldi und einmal einen Edeka-Einkauf. So machen wir es ja normalerweise. Beim Aldi-Einkauf war Patrick mit dabei und wir haben da halt auch Wein gekauft. Also 3 Flaschen Wein. Patrick ist ein großer Weintrinker. Mir schmeckt es leider überhaupt nicht. Er würde sich immer wünschen, wir könnten ihn mal gemeinsam draußen sitzen, über die Welt sinnieren und Wein trinken. Wobei wir eigentlich nicht so viel über die Welt sinnieren, muss ich sagen. Wir schauen lieber Serien. Aber ich mag einfach keinen Wein. Der schmeckt mir nicht. Ich trinke übrigens, Fun Fact, überhaupt gar keinen Alkohol. Früher habe ich ganz gerne mal Cocktails getrunken. Also die haben mir auch geschmeckt, so diese süßen, cremigen Geschichten. Ansonsten habe ich in meinen 20ern getrunken, um betrunken zu werden. Ganz ehrlich, also nicht, weil es mir irgendwie geschmeckt hätte. Und all diese Genuss... Alkoholiker wie jetzt Bier oder Wein oder so schmecken mir überhaupt gar nicht. Naja, so viel zu mir. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. aber zurück zum Budget. Ja, es ist in Ordnung, denke ich. Wir stehen da jetzt auf, das kann man mal wieder im Kopf rechnen, 140, 146, 147 irgendwas für die Woche. Und wenn wir jetzt nächste Woche wieder mit 100 auskämen und die Woche drauf ich dann demnach, glaube ich, 50 Euro, oder? Zur Verfügung hätte, in der Zeit, wo Patrick nicht da ist, dann wäre ich zufrieden, ehrlich gesagt, weil ich denke, wir kommen damit hin. Ich würde mit den Kindern dann keinerlei Fleisch kaufen. Wir würden so Sachen essen wie Nudeln, Pfannkuchen, also lauter so leckere, günstige Sachen, morgens Porridge, was es halt so gibt. Und ich denke, das könnte hinhauen. Naja, mal sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Soweit zu unserem Essensbudget. Nächste Karte. Nein! Irgendwie will die sich immer einschmuggeln, kann es sein? So, hier, nächste Karte. Haushalt. Da habe ich auf eure Ratschläge gehört.
Weil ich mich doch so geärgert hatte. Ich hatte doch diesen Thrift-Haul euch gezeigt für 9 Euro und irgendwie war ich unglücklich damit, dass der in unbudgeted war, weil das waren ja durchaus auch sinnvolle Sachen, Haushaltssachen waren dabei. Jetzt habe ich die restlichen 5 Euro vom Haushalt kurzerhand diesem Thrift-Haul zugeschrieben. Damit sind wir beim Haushalt komplett durch. Die 200 € sind weg. Und die restlichen 4 € habe ich. Auch ein super Vorschlag bei Fun reingepackt, weil da ja zwei Puzzle dabei waren und 4 Brettspiele. Und das konnte ich dann verantworten, dass wir sagen, das ist einfach, ja, das gehört in dieses Fun-Freizeit-Dingens rein. Und wie ihr seht, waren wir auch mal wieder ein Eis essen für 4,20 €. Das heißt, unser Fun-Budget ist auch ziemlich leer. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich ja auch diese Zeit, wo Patrick nicht da ist, das als Challenge sehe, wirklich keinerlei Geld auszugeben für all diese Sachen. Also ich möchte dann eine No-Spend-Woche machen und nochmal dazu eine extrem günstige Woche in Sachen Lebensmittel. So viel dazu. Das sieht schön aus. Das gefällt mir gerade sehr gut hier mit dem Gold. Ach ja. So, dann machen wir weiter mit Tiere. Da gab es ein super Angebot für das Nassfutter, was sie so gerne mögen, meine Katzen. Da habe ich zugeschlagen und habe 10,50 € da gelassen. Und nochmal Trockenfutter für 5 €. Das heißt, auch dieses Budget ist durch, auch leer. Dann geht es weiter bei Kids. Die haben ihr Taschengeld bekommen. Und dann wollte Kilian einen Taschengeldvorschuss haben, weil der hatte so ein bisschen noch angespartes Geld von den Großeltern und hat dann so ein fernbetriebenes Fahrzeugdingens gefunden, was er unbedingt haben wollte. Habe ich gesagt, ja, okay, ich zahle ihm den Vorschuss, dann kriegt er halt den restlichen Monat kein Taschengeld mehr. Die Mila schon, deswegen ist noch ein bisschen was übrig. Dann haben wir das Ding gekauft und das Ding hat mich zu Weißglut gebracht. Also ist so was Nerviges, es ist so ein billiges China-Teil. Sämtliche unserer Akkubatterien haben nicht funktioniert, weil die, und das hatte ich gar nicht gesehen, die sind irgendwas, ich glaube 1, ich kenne mich da nicht aus, 1,2 Volt, glaube ich. Und dieses Auto braucht 1,5 Volt. Ich wusste gar nicht, dass diese AAA-Batterien, dass es die in unterschiedlichen Voltstärken überhaupt gibt, erstmal. Dann hat mein Papa zum Glück hatte 1,5 Volt Batterien, die er reingepackt hat, und dann hat das Ding eine halbe Stunde durchgehalten. Eine halbe Stunde. Ich kaufe keine Batterien dafür, dass so ein Teil eine halbe Stunde lang läuft. Und das war übrigens nur das Auto. Die Fernbedienung, haben wir nämlich dann gesehen, braucht vollkommen andere Batterien. Das ist dann auch hier in dieses Budget reingewandert. Für 10 € nochmal so diese rechteckigen Batterien, die eigentlich kaum jemand zu Hause hat, die mussten da rein. Also hat mich einfach nur geärgert. Ist ein blödes Teil, verbraucht unnötig Batterien, produziert Müll, funktioniert nur eine halbe Stunde. Also ja, das war ein Fehlkauf, aber was sollst du machen, ne? Kilian hat sich da verliebt und deswegen ist es jetzt im Haus. Ich werde allerdings am Montag schauen, ob ich es zurückgeben kann. Es war leider im Angebot. Ich weiß gar nicht, wie die Rechtslage da ist. Ich glaube, bei so Angebotsgeschichten kriegt man kein Geld zurück, kann es sein. Was ich auf jeden Fall zurückgeben werde, ist eine von diesen Batterien. Das ist das da hier, dieses Format. Mit dem Kassenzettel zum Glück, dann werde ich wenigstens das da hier nochmal los. Wenn wir schon das Auto nicht behalten, brauche ich nicht diese original verpackte Batterie. So, das ist es schon, der Überblick über die Woche. Ich zeige euch mal meine Cash-Envelopes. Die sind ziemlich ausgeplündert. Guckt mal hier. Haushalt leer. Lebensmittel leer. Da musste ich ja nochmal von hinten was klauen. Freizeit. Hey, wer hat Lust auf einen Ausflug mit mir? Ich kann es richtig krachen lassen. Ist eigentlich ideal noch für eine Kugel Eis für mich. genau, und das restliche Lebensmittelgeld. Da ist natürlich noch was drinnen. Sonst ist alles leer, was aber auch nicht schlimm ist, finde ich. Und ich kann euch noch was anderes zeigen, und zwar diese Karte. Da hat sich was verändert. Genau für den Planer habe ich ein bisschen weniger Geld, weil der Versand mehr gekostet hat, als ich auf dem Schirm hatte. Und wir haben uns tatsächlich dafür entschieden. Schock. Aber ich habe Netflix ababonniert, deabonniert, ababonniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mehr abonniert.
Und das habe ich so geschickt geschafft, dass die nächste Abrechnung gar nicht rausging. Also ich wusste nicht, dass man da im Voraus zahlt. Jedenfalls zahlen wir kein Netflix diesen Monat. Das heißt, diese 12 Euro sparen wir uns ein, was natürlich schön ist. Ich habe es in Klammern gesetzt, weil ich es ja im Budget einfach ausradieren werde und nicht unter Einnahmen verbuchen. Aber letzten Endes sind es ja irgendwo Einnahmen, ne? Weil ich mir was gespart habe. Und ich sag euch, es hat uns überhaupt gar nicht gefehlt. Rein gar nicht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, das Angebot ist in den letzten Monaten nicht mehr so toll gewesen. Also wir haben fast nur noch Amazon Prime haben wir Filme geschaut, Disney Plus natürlich, haben Patrick und die Kinder wahnsinnig viel geschaut. Ich schaue ehrlich gesagt eh fast nur YouTube, also Netflix haben wir irgendwie so mit uns mitgezogen, aber nicht mehr wirklich genutzt. Und jetzt ist es weg und man kann es sehr easy jederzeit auch wieder reaktivieren. Aber 12 Euro gespart. Genau, das sind alle meine Kategorien. Mal ein sehr kurzer Weekly Check-In. Ich bin direkt stolz auf mich. Jetzt hängen die so komisch. Was die Mahlzeiten angeht, die ich geplant hatte, das hat alles super geklappt. Die haben wir auch so durchgezogen. Heute hatten wir nochmal Gnocchi mit dieser Just Spices Gewürzmischung, von der ich euch erzählt habe. War auch sehr lecker. Heute Abend gibt es dann den Ofenpfannkuchen. Und genau, morgen wären wir theoretisch zum Grillen eingeladen gewesen, aber das wird leider nichts, weil der Hund von der Familie ganz schwer krank ist. Das ist natürlich wahnsinnig traurig. Also die haben jetzt ganz andere Sorgen natürlich, als so ein Barbecue zu veranstalten. Da muss ich mal gucken, was wir noch so zusammenkratzen können aus unserer Vorratskammer. Finde ich auch immer eine schöne Challenge, wenn man die Vorräte hat und dann halt einfach überlegen muss, was könnte ich damit anstellen. Das mag ich auch immer ganz gern. Und das war soweit unsere Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Was ich jetzt noch für euch habe, ist natürlich, tada, die Auslosung von der Gewinnerin von meinem Giveaway. Und ich sag euch schon mal tschüss und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao! Mama, kannst du mir helfen? Hier kannst du wieder Kugeln reintun. Mehr, dann wissen wir doch gar nicht mehr, welche Farbe zu wem gehört. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Metallkugel Isabella gehört. Das habe ich mir schon gemerkt. Habe ich die Augen zu? Gewonnen hat Marianne. Herzlichen Glückwunsch.